Ja, und da geht es dann auch schon weiter, würde ich mal behaupten, mit den lustigen Levelsets. Ich glaube, beziehungsweise hoffe ich, dass das Interface jetzt auch bei euch wieder richtig ist. Und wir spielen hier einfach mal ein wenig weiter. Ich habe gesehen, beziehungsweise bemerkt, dass meine Stimme jetzt mit dem neuen Mikrofon ein bisschen tiefer klingt. Ich hoffe, dass euch das nicht stört. Das ist schon ein wenig näher an meiner richtigen Stimme. Ja, weil das andere war ein bisschen piepsig und penetrant teilweise, finde ich. Und ja, jetzt spielen wir ja einfach egal drüber hinweg und spielen zwar und spielen Difficulties on the way. Huch, was ist das denn? Also das sieht jetzt wirklich nach Fabrik aus, würde ich mal behaupten. Mit diesem komischen... was auch immer. Da schaue ich jetzt gleich mal, wo ich mich hier durchgraben muss. Ist das hier irgendwelche Chemikalien oder was? Ich hoffe es irgendwie mal nicht. Ja, das finde ich auch interessant, dass es mehrere Wege gibt. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich so, dass wir den Weg gehen müssen. Aber ich frage mich, was das hier ist. Slider. Das heißt, da kommt einer durch. Also, beziehungsweise ein beziehungsweise zwei Leute können da durch. Dann laufen die hier lang. Dann laufen die so. Dann hier, zack, bumm. Das überleben die nicht unbedingt. Dann gehen die da hoch. Da, da, da. Und flutschen dann da runter. Ich weiß nicht, ob die das da überleben. Würde mich interessieren. Keine Ahnung, wir spielen einfach mal drauf los. Ganz naiv und dumm. Aber wir müssen natürlich mit zwei durchsliden, weil wir brauchen da hinten einen Blocker. Das habe ich schon rausgefunden. So, und die laufen jetzt wirklich da hoch. Fallen die da hinten auch nicht runter? Nein, fallen sie nicht. Da müssen wir aufpassen, da haben wir schon in der letzten Folge unser blaues Wunder erlebt. Das ist ja cool, dass sie da auch so dann so straight hochlaufen. Das sind wahrscheinlich mehrere Brücken oder sowas ähnliches wie Brücken. Das ist wahrscheinlich irgendwas Neues, dass sie da einfach so hochlaufen können, so planenartig. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht und werde jetzt mal ein bisschen weiter vorspulen, damit wir das nicht die ganze Zeit sehen müssen. Wir haben nur noch einen Becher. Das ist ordentlich scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Also mir ist ja klar, dass wir das hier eigentlich nicht unbedingt schaffen können. Also weil... Wir wollen ja einfach auch nur mal... Ey. Das tut mir gerade ein bisschen leid. Für euch. Weil ihr sehen müsst, wie ich hier versage. Ah, nein. Ich packe es nicht. Nein. So, da wissen wir jetzt auch, dass wir hier früher anfangen müssen. Ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu spät. Nehme ich mal beinahe an. Ey, wollt ihr mich flachsen? Nicht, dass wir hier wieder eine Folge für ein Level verschwenden. Aber das ist jetzt übertrieben, ernsthaft. Bitte. Wir wissen, ob wir das überleben. Ich glaube es nicht. Und wir müssen hier wieder 27 von 30 retten. So, und das überlebt er nicht. Das will ich wissen, ob der das... Ach so. Das überlebt er also auch nicht. So, und jetzt habe ich gar keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Meine Idee wäre natürlich, dass wir hier noch runtergraben
Und hier dann irgendwie Brückchen bauen. Dann hier Brückchen bauen. Das könnte funktionieren. Das würde, glaube ich, eher funktionieren als meine komische Idee mit dem da oben rumschawuseln. Obwohl das natürlich wahrscheinlich auch ein cooler Weg ist da oben. Ach so. Das geht aber, das geht also gar nicht. Nee, 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 dann mache ich das anders. Dann versuche ich das mit einem Bomber aufzumachen, auch wenn es mir natürlich in der Seele wehtut. Ja, das ist ja mies. Also, ich hoffe, ihr gesteht mir da ein bisschen Zeit zu. Oh nein, jetzt noch ein Bomber. Jetzt dürfen wir nur noch einen umbringen. Wir haben auch so einen Flatterer. Nee, nee, das funktioniert aber nicht. Verdammt, wie machen wir das? Ich überlege gerade, wie ich das hier am dümmsten anstellen kann. Der muss ja eigentlich in die andere Richtung laufen. Da ist mir dann aber direkt im Ziel. Oh nein. Das sind wieder so Level, die mich total überfordern. So, ich glaube aber mit so sind wir schon mal auf jeden Fall ziemlich weit. Ich überlege gerade nur. Ach. Müssen wir hier runter? Ja. Hier und dann können wir hier Brücken bauen. Ja, so ist es wahrscheinlich gemeint. Aber das ist wahrscheinlich immer noch die halbe Wahrheit, weil ich frage mich, wie die ganzen anderen Pinguine dann da hinkommen tun müssen. Weil da. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Block, da brauchen wir. Ja, da kommen wir nicht durch, das ist doch ein Mist, ist das. So, ich hoffe mal, dass der das hier überlebt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Aha. Der überlebt das also. Ja, das ist doch schon mal eine frohe Botschaft. Ach, hier hätten wir durchgraben müssen. Das ist dumm. Das ist so blöd. Das ist so blöd, doch. Ja, und da kommt mein Akzent wieder total dumm. Warum müssen die auch so schwer sein? Wahrscheinlich sind sie so total einfach und ich sehe es einfach nicht. Was können wir denn hier machen? Wir haben nur zwei Slider und das reicht einfach nicht aus.
Ich frage mich, ob das Level jetzt verkackt ist oder ob da noch was gehen tut. Und warum es auch so absperrt. Das ist ja voll fies, wenn man das vorher nicht weiß. Jetzt beklage ich mich erstmal darüber, dass es so blöd ist und dann gleich geht's hier weiter. So, genug geweint. Ich habe eine Idee. Das war hier. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passt. Das passt nicht ganz, nein. Schade. Aber so halb passt. Ach, wir haben ja gar keine Becher. Aha! Ein Bomber. Zack. Dann bauen wir noch ein bisschen Brücke hier. Ein bisschen Brücke. Dü-dü-dü-dü. Ich glaube, wir haben es sogar geschafft. Ey, da haben wir jetzt 11. Beziehungsweise ich habe da 11 Minuten für gebraucht. Das kann es doch nicht sein. Ist das denn die Möglichkeit? Das war jetzt ziemlich lange, obwohl das eigentlich nicht unbedingt so schwer war. Und ich hoffe. Scheiße, ich hoffe, dass wir genügend haben. Zum Glück haben wir hier noch den Floater, weil wir brauchen noch ganz genau einen. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Der baut jetzt auch mal eine Brücke. Einfach mal so. Weil ich will den nicht jumpen lassen. Wenn der jumpt, zum Schluss ist der über den Baum. Da habe ich. Mit Jumps habe ich schon ganz blöde Erfahrungen gemacht. Das dürfte funktionieren. Ey, das war jetzt aber ziemlich knapp. Also. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass es hier irgendwie bei meinen Let's Plays an Spannung fehlt. So, ja, und jetzt denke ich, schauen wir hier einfach mal rein, um ein bisschen noch mehr Spannung zu schaffen, um noch ein bisschen mehr Spannung zu schaffen. Mit Satzbau habe ich es aber auch heute nicht. Sieht spannend aus, auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen. Was ist denn das? Da haben wir einen lustigen Brunnen, eine Wasserstelle, die wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich ist, und wieder hier 5 Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich überlege hier gerade, wie wir das meistern. Ich würde mich hier runtergraben, aber wir haben ja keinen Gräber. Würde ich hier irgendwie lang gehen und mich dann hier runter meinen, so schräg. Ich glaube, das ist sogar die Lösung. Das wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt noch schaffen würde in den 2 Minuten, die mir bleiben. Oder ob ich das hier wieder zu dumm gewählt habe. Nee, passt gerade so, ne? Bei der Brücke passt auch. Ey, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Also, das war jetzt genial von mir. Hab ich das ganze Mist ausgelassen, hab den einfachsten Weg genommen. War ein bisschen schneller, damit hier auch noch das glorreiche Ende in die Folge reinpasst. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen dumm mit der 15-Minuten-Markierung, aber was soll ich machen? Ich kann ja nichts dagegen unternehmen. Oh, wie süß, hier ist auch noch eine kleine Brücke. Ja, und hier kommt auch der letzte Pinguin rein. Mit dem verabschiede ich mich auch bis zur nächsten Folge. Also jetzt seht ihr nochmal hier, wow, dass ich so toll bin. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss!